Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu meinem Vortrag Mehr als Tisch und Stuhl. Ich darf Ihnen heute was erzählen, ein bisschen Einblick in meine Arbeit geben und ich darf Ihnen was erzählen, wie man aus der Geschichte eines Gebäudes oder der Philosophie oder auch der Produktionsweise eines Unternehmens ein einzigartiges Office-Konzept gestalten kann. Also es geht nicht um den Tisch und den Stuhl, sondern um alles andere außenrum. Mein Name ist Ursula Caroline Göring. Ich bin Innenarchitektin, ich bin Vorsitzende des Landesverbandes Bund Deutscher Innenarchitekten und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Arbeitswelt. Ich habe, wie gesagt, auch im Ausland meine Erfahrungen gemacht und da Einflüsse mitgebracht. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Menschen, wie das mein Vorredner auch gerade erzählt hat. Das heißt, wir machen uns individuelle Gedanken. Wir holen jetzt nicht aus der Schublade was raus und sagen, ach, das ist schön, das ist schöner Wohnen, das haben wir schon mal gemacht, das platzieren wir jetzt dahin, sondern wir setzen uns sehr viel mit den Menschen, die das da nutzen wollen, auseinander. Wir, wenn ich von wir spreche, dann bin ich das nicht alleine, sondern es ist ein Team von Architekten, von Innenarchitekten. Wir haben Schreiner, wir haben Planer, Objektdesigner und wir haben auch Fachexperten zum Thema Change Management oder auch digitale Transformation, weil es genau um die Themen geht. Es geht nicht nur um den Raum, sondern es geht um viel, viel mehr. Heute geht es vor allem um den Raum. Das Büro von Göring Innenarchitektur ist in Nordbayern. Wir sind in Lichtenfels, ein kleiner Ort zwischen Bamberg und Coburg. Wir haben aber auch zwischen Nürnberg und der Rhön die Mitarbeiter in den Homeoffices sitzen und von dort aus werden die dann zu den einzelnen Baustellen fahren und haben kürzere Wege. Zudem haben wir auch einen Partner, einen Kooperationspartner in München mit Niederlassungen in Berlin und Düsseldorf. Ja, unsere Arbeitsweise ist folgendes, dass wir eigentlich immer schauen, dass wir sehr individuelle Konzepte gestalten. Also nichts irgendwie von der Stange, sondern dass wir uns individuell mit diesen Menschen, mit den Projekten beschäftigen. Wir möchten Räume schaffen, die bei dem Betrachter und den Nutzern Emotionen wecken. Das heißt, wir sind sehr, sehr nah im Austausch mit den Leuten, mit den Menschen. Und das Fraunhofer Institut macht das ja auch schon seit Jahrzehnten. Die haben festgestellt, dass je attraktiver eine Arbeitsumgebung ist, umso größer ist die Performance eines Unternehmens. Das heißt, wenn ich in einer attraktiven Arbeitsumgebung arbeite, und das beweisen diese empirischen Studien des Fraunhofer Institutes, dann kann die Performance eines Mitarbeiters, aber auch eines Unternehmens bis zu 36% gesteigert werden. Also das ist jetzt nicht nur schöner Wohnen, sondern das sind die harten Fakten, von denen vorhin auch eine Dame gefragt hat, wie das nachweisbar ist. Ja, das erste Praxisbeispiel, was ich Ihnen mitbringen möchte, ist in Bamberg. Genau da hatten wir keine Nutzer. Und das ist eigentlich ja immer unser Kern. Wir analysieren im ersten Schritt mit den Nutzern, was sie dort tun wollen, wie ist die Arbeitsweise. Wir untersuchen, wie kann der Raum, wie können wir als Innenarchitekten die Unternehmen, die Mitarbeitenden dabei unterstützen, dass sie in der Arbeit erfolgreicher werden und dass das Unternehmen erfolgreicher wird. Und genau diese Zielgruppe, nämlich der Mensch im Mittelpunkt, wovon der Vortrag vorher gehalten hat, den hatten wir da noch nicht. Denn wir durften ein digitales Gründerzentrum entwickeln und die Gründer gab es ja erst zu finden. Die sollten sich ja erst suchen. Also mussten wir aus unserer Erfahrung von anderen Gründerzentren darauf zurückgreifen. Wir hatten ein klassisches altes Gebäude, es wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, Anfang des 20. Jahrhunderts erweitert für die damals berittene Infanterie. Das heißt, es waren die Pferdestallungen, dort waren die Pferde untergebracht und da durften wir jetzt, es lag dann einige Zeit auch brach, dann war die US Army auch mal drin und es war jetzt eine Brache, die wiederbelebt werden sollte in einem digitalen Gründerzentrum. Also das ist jetzt das Bild, wie es danach ausschaute von der Straße. Sie sehen, da ist ein Anbau dabei. Wir haben auch einen schönen Innenhof, von dem man auch ausarbeiten kann. Und wir haben erstmal geguckt, ja, das Gebäude steht in Bamberg. Was gibt es in Bamberg? Das ist eines der bekanntesten Wahrzeichen in Bamberg, ist der Bamberger Reiter. Das hat wieder mit Pferd und mit dem Thema Reiten zu tun. Wir wollten aber auch den Brückenschlag machen zur zukünftigen Nutzung. Der zukünftige Nutzer, das ist der Mieter, der dieses Ganze anmietet, um es dann an die einzelnen Gründer unterzuvermieten, ist Lagarde 1. Und auch die haben dieses Pferdekopf als Logo. Und auch da haben wir wieder das Thema Pferd, Reiten. Und dann haben wir noch den Brückenschlag zu den zukünftigen Nutzern. Denn das sind die Gründer. Und die sollten ja dort die PS auf die Straße bringen, die Pferde stärken. Und so hatten wir, obwohl wir nicht im Dialog mit den zukünftigen Nutzern treten konnten, drei Aspekte, aus denen wir versucht haben,
ein Innenraumkonzept zu gestalten, nämlich Pferd, Reiten und die Pferdestärken auf die Straße bringen. Sie sehen hier unser Moodboard, das heißt, wir haben geguckt, was gibt es für Bestandsmaterialien, was ist vorhanden, was möchten wir dann aber noch hineinbringen. Wir hatten sehr viele Klinkerflächen, die, wenn die noch gut erhalten waren, dann haben wir versucht, die freizulegen und zu nutzen. Wir haben natürlich auch individuelle Leuchten gestaltet. Wir haben das Logo hier als Leuchte nachbauen lassen. Es gab auch Bereiche, wo die Wände, die Klinkerwände nicht mehr so gut erhalten waren. Das heißt, da mussten wir dann einfach, da haben wir die einfach geschlemmt in den Beige-Ton, dass sich das trotzdem wieder im Raum abbildet. Ja, wenn Sie an eine Pferdebox denken, dann kommt bestimmt das Material Stahl und Holz in Ihren Sinn. Das haben wir auch wieder versucht, im Raum abzubilden. Das heißt, die Treppe ist aus einem Rohstahl gefertigt, die Möbel haben schwarzen Stahl, wir haben zusätzlich noch Holz, in dem Fall Seekiefer, um einfach diesen Kontext zu dieser, also ein relativ günstiges Baumaterial, zu dieser Gründerszene, das soll nochmal diesen Start-up-Charakter verkörpern, deswegen dieses Seekiefer. Und Sie sehen jetzt auf dem Bild, das ist der Kaffeebereich, dass da auch einige Elemente in Sichtbeton gefertigt worden sind. Wir hatten während der Bauphase leider das negative Erlebnis, dass die Decke nicht das gehalten hat, was versprochen worden ist. Und die kam runter und wir mussten dann nochmal eine neue Decke einbringen. Deswegen haben wir dann diese neuen Elemente bewusst in Sichtbeton nochmal, sei es jetzt Wände oder Decken, dazu eingebracht. Ja, jetzt waren wir beim Stall, jetzt kommen wir zum Pferd. Wenn wir ans Pferd denken, dann denken wir auch gleich wieder an so cognacfarbene Ledersattel oder auch an das Zaumzeug. Und auch das haben wir versucht, wieder im Mobiliar im Raum abzubilden. Natürlich um dieses Material, wenn wir den Brückenschlag jetzt zum Turnen machen, auch da gibt es ein Pferd, nämlich dieses Sportpferd. Das haben wir als Sitzgelegenheit, wir haben große Medizinbälle oder wir haben auch Kastenmöbel, die das wieder verkörpern sollen. Ja, die Materialien hatte ich schon genannt. Wir haben das Klinker, wir haben den Schwarzstahl, der vorhanden war. Wir haben zusätzlich die geschleppten Wände, wir haben die cognacfarbenen Accessoires. Wir haben das rote Klinkergewände in Türen, aber auch in Heizkörperverkleidungen aufgegriffen. Und wir haben die Farben Weiß und Blau, nämlich die CI-Farben von dieser Gründerfirma, die also die Nutzer, die diese Flächen wieder untervermietet haben, auch wieder aufgegriffen. Ja, klassischerweise gibt es natürlich ganz normale Arbeitsplätze, wo die Leute arbeiten können. Aber unser Fokus lag nicht auf den Arbeitsplätzen, sondern der lag vor allem auf den anderen Flächen. Also sei es jetzt ein Laufband, was sich nur bewegt, wenn ich als Mensch mich bewege, der Verkehr geht vorbei, ich bewege mich, kann telefonieren, ich kann am Laptop arbeiten, aber ich befinde mich immer noch am gleichen Platz. Wir haben versucht, sehr spielerische Elemente mit reinzubringen, denn diese modernen Arbeitswelten, die waren da sehr vertreten. Und dieses Gründerzentrum wird nicht nur von Gründern genutzt, sondern wird auch von vielen umliegenden Firmen genutzt, die einfach mal bewusst in eine andere Umgebung kommen wollen. Und das heißt, hier haben wir zum Beispiel einen Raum, wo wir wieder diese überdimensionalen Medizinbälle, die Firma ist, glaube ich, auch hier auf der Messe vertreten, zwei Stände weiter. Wir haben Bürostühle mit einem Sattelsitz, wir haben Kastenmöbel, ja, hier eine Tischtennisplatte, der auch gleichzeitig ein Besprechungstisch ist, oder in einem anderen Raum. Wir sind in Bamberg, die sind sehr, sehr stolz auf ihren Bundesliga-Basketballverein, also muss dieser Basketball-Effekt natürlich nochmal mit rein. Es gibt auch nochmal einen anderen Sattel, nämlich den Fahrradsattel, das heißt, wir haben ein Modell, kann man sich drauf bewegen und die Energie, die man bei den Radeln erzeugt, die kann gleich genutzt werden, um das eigene Handy zum Beispiel zum Laden. Also es sind lauter so kleine Details, die ein bisschen zum Schmunzeln anregen sollen und einfach mal einen etwas spielerischen Aspekt in den Raum bringen. Ja, die größte Herausforderung bei diesem Projekt war für uns die Zeit. Ich habe es vorhin genannt, die Decke kam einmal runter und wir als Innenarchitekten kamen leider sehr, sehr spät ins Projekt. Es war ein kommunales Projekt, das heißt, es musste ausgeschrieben werden. Wir durften zu Beginn den Bauherrn beraten. Wir waren als allererste im Projekt, das ist schon mal sehr gut. Und dann kam ein Architekturwettbewerb und dann kam die Fachplanung und dann ist lange nichts passiert. Und dann kam der große Aufschrei, oh, wir brauchen Innenarchitekten. Und dann war der Fachplaner schon durch. Und dann sieht man, dass dann so ein Raum, der als multifunktionale Fläche geplant war, nämlich als Projektraum, der wurde dahingehend geplant, dass er zu einem späteren Zeitpunkt für den Fall, dass es mit diesem Betreiberkonzept nicht so funktioniert, dass man dann kleine Büros wieder unterteilen kann und kann die an Gründer vermieten. Das war der Hintergrund. Deswegen musste natürlich die Haustechnik schon entsprechend
alles so angelegt sein für die einzelnen Bereiche. Und man sieht die hellen Deckenelemente, die Akustik und Heizdecke und Kühldecke. Und da war geplant von dem Fachplaner, dass so ganz langweilig die Leuchten dazwischen hängen und alles so im Raster ist. Ja, wir konnten nicht mehr viel tun. Der Leuchtentyp war ausgeschrieben, die Leuchten waren eigentlich schon bestellt. Wir haben einfach nur versucht, dass wir die Leuchten nutzen, einen mal nach oben schmeißen und so wie sie in der Mikado-Formation am Boden landen, im Endeffekt so an die Decke in die Muster anbringen, um einfach eine allgemeine Grundausleuchtung zu bringen und ein bisschen was zu verändern. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir wollten nicht nur klassische Arbeitsplätze, sondern der Fokus lag darauf, Rückzugsräume für Einzelarbeit, sei es jetzt Telefongespräche, Videokonferenz oder aber auch Räume für Zusammenarbeit. Die Leute treffen sich sehr, sehr gerne in der Teeküche im ersten Stock, machen da gemeinsame Mittagspause. Es gibt unten diesen Kaffeebereich, das ist so die Ergänzung dazu. Und es war der Wunsch des Auftraggebers, dass es einen ganz modernen digitalen Raum gibt. Da wollten sie ganz tolle Technik. Ja, sind wir bei der Kommune, bis die Kommune sich überlegt, was sie haben möchte, das bestellt und ausschreibt, ist die Technik natürlich schon wieder veraltet, die da eingesetzt werden soll. Der zweite Aspekt war, wir hatten ja eine Decke, die sehr viel Geld gekostet hat, weil die war ja am Anfang des Projektes nicht eingeplant. Und wir hatten die Zeit. Und wir hatten uns mit unserer Erfahrung mit Workshops, wo wir gemerkt haben, dass wir, wenn wir mit Leuten arbeiten, die sehr digital arbeiten, dass der Fokus oft in dieser analogen Arbeit liegt. Nämlich mit den Händen etwas zu machen, Post-its zu schreiben, an den Wand, ans Whiteboard zu gehen. Also nicht nur digital. Das ist ein ganz starker Trend, den wir immer wieder merken, gerade wenn Leute so digital unterwegs sind, Softwareprogrammierer, genau die wollen dann eine analoge Arbeit. Also sind wir weg von diesem weißen, high-end, sehr kostenintensiven digitalen Raum und wollten einen analogen Raum schaffen. Jetzt hatten wir das Thema Pferd, Reiten, PS auf die Straße bringen und haben gesagt, okay, was könnten wir nehmen? Dann haben wir uns gedacht, naja, so ein Reiter, der ist auch in der Natur unterwegs und ist da bei der Hütte in den Bergen und macht da mal Picknick. Und dieses Konzept, das wollten wir in den Raum reinbringen. Wir haben so eine Picknickwiese mit sehr vielen mobilen Elementen, die dann flexibel nutzbar sind. Und wir haben den Raum mit Holz verkleidet, mit Holzmöbeln, ein Fleckerlteppich, der für die Bamberger Gegend und für Franken ganz typisch ist. Und das ist lustigerweise der meistgebuchte Raum in dem ganzen Gebäude. Also vor allem diese ganzen Industriefirmen, die am Ort ansässig sind, die kommen da sehr, sehr gerne hin, weil sie diese andere 0815, sag ich mal, diese bekannten Tisch- und Stuhlbesprechungsräume, die kennt man einfach. Und da sind sie jetzt einfach gezwungen oder sie werden aufgefordert, den Raum so zu bestücken, so zu nutzen, wie sie das für die jeweilige Art und Nutzungsart brauchen und wollen. Ja, im rechten Bereich sieht man nochmal diesen Kaffeebereich, den wir mit diesem Gründerkonzept gestaltet haben. Und wir hatten ja diesen Auftraggeber, die Lagarde 1 als Logo haben. Und wir wollten, dass es ganz klar ist, wenn ich in diesen Raum reinkomme, ich bin nicht erst bei der Kuchentheke, sondern ich habe eine Theke, die ist Anlauf für mich. Ich weiß, wo ich hin muss. Und deswegen haben wir aus dem Logo diese Theke entwickelt, die die beiden Buchstaben, also das L und die 1 hat. Und die 1 ist dann sozusagen der Tresen, wo ich mich dann als neuer Nutzer anmelde. Ja, wir haben uns natürlich über den Innenraum und dahingehend auch über die Wegbeschilderung Gedanken gemacht. Wir haben jeden Sonderraum wieder so ein Pferdethema zugeordnet. Also beispielhaft zum Beispiel der Bibliotheksraum, wo konzentriert gearbeitet wird. Da ist dann das Schachpferd. Der Eventraum, der für sehr, sehr viele große Veranstaltungen auch gebucht werden kann, das ist dann eher so Galopp, es gibt Polospiel, das sind diese Besprechungsräume. Also immer wieder diese spielerischen Elemente, immer mit Bezug auf Pferd und Reiten, tauchen immer wieder im Gebäude auf. Es ist bewusst sehr, sehr spielerisch gemacht und auch noch dieser Gründeraspekt, aber die Nutzung, das ist jetzt ungefähr ein knappes Jahr eröffnet, zeigt, dass genau das für die Region und für den Nutzer richtig war. Das heißt, wir haben mit unserem Konzept, was wir nicht mit dem Nutzer erarbeiten konnten, den Treffer gelandet und sehen, dass der Raum sehr gut angenommen wird. Ja, das war jetzt ein Innenraumkonzept auf Basis der Geschichte eines Gebäudes, der damaligen Nutzung und der zukünftigen Nutzung. Als nächstes Praxisbeispiel habe ich Ihnen ein Projekt mitgebracht. Das ist ein Unternehmen aus dem Bereich 3D-Druck. Sie wissen bestimmt, wenn 3D-Druck, additive Fertigung, geht es immer darum, mit möglichst wenig Material die maximale Stabilität, die maximale Tragkraft
zu bekommen. Und da ist diese Fishbone-Struktur ganz typisch dafür. Diese Fishbone-Struktur haben wir versucht, im Gebäude wieder aufleben zu lassen oder wiederzuspiegeln. Wir durften da das Pförtnerhäuschen von einem großen Unternehmen gestalten und haben diese Fishbone-Struktur abstrakt in der Fassade, aber auch im Innenraum wieder aufgegriffen. Das heißt, die Beleuchtung betont diese Struktur, diese Streben, die Möbel, die Theke, auch die Wand ist eine Wandscheibe, nicht eine normale Gipskartonwand oder auch gegenüberliegend wird die Wand in kleine Wandelemente aufgegliedert, die natürlich unterschiedliche Funktionen hat, ob sie jetzt den Monitor hält, die Wasserzuleitung für den Wasserbrunnen oder Stauraum für Lockerschränke oder Stauraum für die Gläser. Das ist untergebracht. Ja, wenn wir von dem Pförtnerhäuschen sprechen, dann assoziieren Sie wahrscheinlich schon, da geht es um ein großes Unternehmen, die vielleicht auch eine Fertigung haben. Und was ich feststellen musste, wenn viele Leute von New Work sprechen, dann denken sie oftmals ja nur an die White Worker, also die mit ihren weißen Blusen und Hemden am Schreibtisch sitzen und vor allem sich mit dem PC beschäftigen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch sehr viele Unternehmen gibt, die Blue Worker haben, nämlich eine Produktion. Und der Lockdown hat es gezeigt, die White die konnten relativ einfach zu Hause einen Laptop mitnehmen, konnten daheim im Homeoffice arbeiten. Das war für die Blue Worker nicht möglich. Die konnten nicht die Maschine mit nach Hause nehmen. Die können auch diesen Arbeitsplatz nicht so vielleicht individuell und attraktiv gestalten, wie das jetzt in diesen ganzen neuen Büroflächen passiert. Da muss man sich nochmal andere Gedanken machen. Und es ist immens wichtig, dass bei diesen Unternehmen keine Zweiklassengesellschaft dann entsteht, nämlich zwischen White und Blue Workern. Ein Thema, um die Arbeit in der Produktion attraktiver zu gestalten, ist das Gamification. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, es ist wie bei so einem PC-Spiel, wenn Sie da so standardmäßig irgendwelche Stückzahlen produzieren, dass Sie dann irgendwie Level hochkommen oder irgendeinen Score haben. Das ist so weit, dass Sie vielleicht auch öde, stupide Arbeit, nämlich Eingabe von Fehlerstellen, von Fehlerzahlen. Diese Protokollierung wird nicht so gerne gemacht in der Produktion. Wenn wir aber die Gamification einführen, dann haben die Leute mehr Spaß an der Arbeit. Das ist die triste Arbeit, wird attraktiver. Das machen wir natürlich nicht, weil wir keine Software programmieren. Das ist aber ein Faktor, wie man diese Blue Worker, diesen Arbeitsplatz in der Produktion attraktiver gestalten kann. Wir haben uns bei diesem Unternehmen auf die Pausen und Scrumboxen beschränkt. Das heißt, es ist ja dieser 3D-Druck in dieser Firma, was ich Ihnen erzählt habe. Da gibt es dann Pausenräume, wo wir im linken Bereich, sieht man, dass diese Automaten eingehaust haben. Wir haben eine Küchenzeile, wo die wiederverwertbaren oder verwendbaren Getränke, Flaschen und Becher ausgespült werden können. Es gibt diesen Pausenraum, es gibt wieder nochmal eine Ecke, wo die Kästen einfach mal schön angeordnet sind und nicht in irgendeiner Ecke stehen. Der Raum wird auch genutzt, um die A4-Besprechungen morgens zu machen. Das heißt, die Produktion liefert die Zahlen, sie sprechen über die Zahlen, aber auch die Mittagspause. Wir haben einen großen Kühlschrank, die Leute können aus der Produktion ihre Sachen mitbringen, treffen sich da in der Pause und haben da einen angenehmen Ort als neben dieser vielleicht öligen oder staubigen Maschine. Ja, das war jetzt eine aktuelle Nutzungsweise, nämlich dieser 3D-Druck. Beim nächsten Beispiel, viele kennen sie vielleicht, die Hummelfiguren, stehen bei den Omas im Kaffee in der Glasvitrine im Schrank. Das ist eine Manufaktur, die Porzellan herstellte, mittlerweile auch eine Industriebrache ist und auch dort durften wir eine digitale Fabrik oder digitale Manufaktur abbilden. Das heißt, auch da hatten wir keine Nutzer, deswegen haben wir uns auch hier mit der Historie des Gebäudes beschäftigt. Und nicht nur mit der Historie des Gebäudes, sondern auch mit der Historie der Porzellanmalkunst. Das heißt, es gibt einmal die Farben, die ganz typisch sind, die traditionellen Farben von Nepalgelb über Chromgrün, über Meißnerrot oder auch das Königsblau. Diese Farben haben wir auch wieder versucht, im Innenraum abzubilden. Und als zweiten Aspekt haben wir die Herstellungsart, nämlich bei der Porzellanherstellung. Wir haben erst eine Negativform, wo diese braune Porzellanmasse reingegossen wird, die erhärtet. Dann hat man ein Produkt, was man säubern muss. Man muss noch ein bisschen so ausschaben. Und dann geht es in den Brennofen. Danach wird es glasiert und dann idealerweise vielleicht noch verschönert durch eine Beklebung. Oder aber auch, was bei den Hummelfiguren ganz traditionell war, mit einem von Hand bemalten Cover. Ja, wir haben einige Beispiele. Ich habe Ihnen mal dieses Beispiel dieser Negativform mitgebracht. Das heißt,
Wir haben eine dunkle, braune, also eine braune Masse, die wir mit dem wieder freigelegten Stäbchenparkett abgebildet haben. Wir haben eine Telefonzelle konzipiert, die diese Negativform darstellen soll. Es ist eine Telefonzelle, die wir selber entwickelt haben, die ohne Tür funktioniert. Das heißt, der Vorteil ist, ich muss keine Lüftung einbauen. Und die Telefonzelle ist aber überdämmt. Das heißt, ich habe auch gar nicht die Lust, mich da eine Stunde reinzustellen. Die ist gut für ein Telefonat. Und dann gehe ich aber auch gerne wieder da raus. Dieser Wechsel wird dann automatisch gesteuert durch die Funktion. Im rechten Bereich sieht man dann noch ja auch wieder so ein Gimmick, so ein Stuhl, der wie so ein Kreisel bewegbar ist. Wir haben den zweiten oder den letzten Aspekt von dem Herstellungsprozess genommen, nämlich dieses Bekleben mit Folien, haben wir hier mit Teppichböden oder auch Tapeten im Raum abgebildet. Man sieht hier die Bühnen, die eben in dem Vortragsbereich sind. Und dann auch die Pinseltechnik, die sich zum einen widerspiegelt schon in dem bestehenden Boden mit so einem Fries, aber auch in den Lockerschränken, wo wir einfach nochmal Farbe als Highlight reingebracht haben. Und natürlich ganz am Ende das Endprodukt als Tapete, die Porzellanformen, auch da wieder aufgegriffen, der Parkettboden und dieses Chromgrün mit Weiß und auch die Form vom Tisch sollte immer etwas Rundes sein, sollte immer an diese Porzellanprodukte erinnern. Ja, dann wurden wir eingeladen von der Hukoburg zu einem Pitch über die neuen Arbeitswelten. Auch da keine Nutzer. Denn die Nutzer waren die bisherigen Versicherungskaufmänner und Frauen, die meist in Zweierbüros saßen und das galt es ja aufzubrechen. Die Hukoburg ist eine Versicherung und man sieht das Logo, es ist ein Schutzschild, es bietet Schutz. Zweiter Aspekt ist das Heimatverbundene, das ist nämlich die feste Coburg, die als Silhouette in dem Schild abgebildet ist. Die Fläche sollte für zukünftige Mitarbeiter, die in der Softwareentwicklung tätig sind, genutzt werden. Und auch die galt es ja erst zu finden. Das heißt, wir konnten nicht in Dialog mit diesen Programmierern treten und sagen, was braucht ihr denn, wie arbeitet ihr denn? Sondern wir mussten wieder gucken, dass wir uns ein Innenraumkonzept überlegen, was wir vielleicht mit der Firma, was die Firma eher verkörpert. Und wir haben aus dem Logo haben wir einen Raum kreiert, der eine zusätzliche Anforderung hatte. Wir waren im Erdgeschoss, wir hatten eine Durchgangsfläche. Das heißt, da war sehr, sehr viel Verkehr. Wir hatten nebenan die Poststelle, da wurden mehrmals am Tag irgendwelche Wägen durch die Gegend geschoben und wir mussten uns visuell, aber auch akustisch abgrenzen. Das heißt, der Vorschlag war, für diese Pilotfläche ein gelbes Band in diesen Raum zu legen. Das heißt, es ist ein altes Verwaltungsgebäude, wir konnten nicht an die Decke, da hatten wir Sprinkler, wir konnten nur an den Boden gehen, wir konnten an die Wand gehen und wir konnten etwas Freistehendes einbauen oder auch Möbel rein. Der Raum wurde vor unserem Eingriff von 24 Mitarbeitern mit 24 Arbeitsplätzen genutzt. Also eine typische 1:1-Belegung. Nach unserem Pilot, nach der Fertigstellung, konnten wir damals dann noch 16 klassische Arbeitsplätze unterbringen, die sie auch noch gebraucht haben. Und zudem über 20 Arbeitsplatzmöglichkeiten. Das heißt, Softwareentwickler, die in ganz Deutschland sitzen, kamen ab und zu nach Coburg, aber das ist nicht der Place to be für den Softwareentwickler, der ist vielleicht lieber in Berlin. Das heißt, es gibt Peaks, wo ganz viele Leute da sind, die sich treffen, die sich austauschen. Da braucht man einfach viel Sitzmöglichkeiten, viel Flächen für Austausch und Zusammenarbeit, aber eben nicht den klassischen Tisch- und Stuhlarbeitsplatz. Den gibt es dennoch. Natürlich, ohne die geht es nicht. Aber der Fokus war der Tunnel. Der Tunnel sollte visuell und auch ja, akustisch abgrenzen. Er hat auch nochmal so einen schwarzen Abprallschutz für diese Wägen, dass da nichts passiert. Und auf der rechten Seite sieht man diese Scrum-Fläche, die sehr, sehr intensiv genutzt wird, die auch wieder Möglichkeit gibt zum Schreiben, auch wieder sehr variabel bespielbar ist mit unterschiedlichen Mobiliar. Monitor und Technik ist natürlich auch ganz wichtig. Dann gibt es natürlich auch Zweierarbeit, die machen sehr viel Programming, das heißt, die sind zusammen an einem Bildschirm, sitzen aber da vielleicht auf dem Sofa und nicht an einem Tisch klassischerweise und programmieren dann zu zweit an einem Monitor. Und wir brauchen natürlich auch noch temporäre Arbeitsplätze, die man für kurze Zeit nutzen kann, um dort zu arbeiten. Zudem gibt es immer wieder für Austausch, für informelle Meetings, Bereiche, Meeting Points, die entweder offen sind, auch wieder mit viel Fläche zum Arbeiten oder auch geschlossene. Also man sieht, im Hintergrund ist noch so ein geschlossener Raum in Raum oder auch für konzentrierte Einzelarbeit. Und da hat es nicht mehr gebraucht, außer den Stuhl, vielleicht einen Sessel, wo ich meinen Laptop abstellen kann und wo ich dann einfach digital arbeiten kann. Ja, mein ganz persönlicher Ausblick ist, dass es
nicht die Neubauten sind, um die wir uns kümmern werden, sondern es sind mehr die Brachen, die es schon gibt, die es wieder zu aktivieren gilt, sich Gedanken zu machen über die Historie von Gebäuden oder auch über die Nutzung dieser Gebäude, aber auch für die zukünftige Nutzung. Ich glaube, wenn man da sich drauf konzentriert, haben wir als Innenarchitekten ganz, ganz viele spannende Aufgaben. Also wir persönlich gestalten jetzt im Moment gerade einen City-Supermarkt zu einer Kinderarztpraxis um. Also auch das ist, wo man denkt, große Fläche im Supermarkt und jetzt brauchen wir 8 Untersuchungszimmer und wieder ein ganz anderes, ganz anderer Inhalt, ganz andere Nutzung. Aber genau das macht es spannend. Ja, wenn Sie selber Lust haben, sich dieses digitale Gründerzentrum in Bamberg anzugucken, dann kommen Sie gerne Anfang März, am 6. März nach Bamberg. Dort haben wir eine Veranstaltung, kann die Räume anschauen und es gibt auch 2 Keynote-Speaker von der Metafinanz aus München, das ist eine Tochter von der Allianz, die nicht über den Raum an sich sprechen, sondern die über ihre ganz persönliche Transformation sprechen. Die haben innerhalb von 5 Monaten es geschafft, ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern in eine ganz neue digitale Zeit zu begleiten. Also auch da herzlich eingeladen, mit dem QR-Code kommen Sie aufs Ticketing, ist eine kostenlose Veranstaltung ins Spiel. Ja, ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Falls es noch Fragen gibt zu dem Thema, wie man von der Geschichte eines Gebäudes, der Produktionsweise oder auch der Philosophie eines Unternehmens zu einem Innenraumkonzept kommen kann, ich bin sicherlich noch im Anschluss da und für Fragen gerne bereit. Vielen Dank.